Einen wunderschönen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lost Horizon 2. Ich will immer Kingdom Come Deliverance sagen. Aber nun gut. Wir sind weiter im Bunker vorangedrungen und haben hier nach Betreten des Lochs doch schon mal konstatiert, dass hier irgendjemand noch sein muss, weil das relativ frisch alles verschoben und gemacht wurde. Und wir schauen uns das hier einfach mal an. Das muss der Inhalt der großen Kiste sein. Hoffentlich ist die Wikinger-Schatulle dabei. Ups. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Meine Güte, wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich Sie auch fragen. Ich bin Anna. Ich suche hier nach Sachen, die vor langer Zeit gestohlen wurden. Und wie heißt du? Gwendolyn Hiao Paddock. Gwen reicht aber. Schöner Name. Du bist nicht von hier, stimmt's? Mein Vater ist bei der British Army. Wenn er im Einsatz ist, muss ich so lange ins Internat. Warum bist du hier? Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich suche ein kleines Holzkästchen mit nordischen Runen. Meinen Sie das hier? Mein Gott, das ist es. Was ist damit? Damit mache ich alles wieder gut. Wir müssen verschwinden. Wer ist das denn? Wie kommst du hier rein? Das Belüftungsrohr ist allerdings gerade mal groß genug, dass ich da durchpasse. Gibt's keinen anderen Ausgang? Weiß nicht. Vielleicht die Tür dort? Finden wir's heraus. Der Ausgang wurde zugemauert. Ich muss uns beide hier schnellstmöglich rausbringen. Okay, noch ist keine Zeit in dem Sinne. Ich tippe mal, dass hier irgendwann mal Zeitmodus aktiv sein wird. Schubkarre. An der Schubkarre fehlt das Rad. Okay, da fehlt ein Rad. Eine Rampe. Hier wurde früher Fracht verladen. Okay. Der Transportschlitten läuft über eine Schiene an der Decke. Damit kann man den Transportschlitten steuern. Wow, ist das laut. So, Gwendolyn, was? Ich muss uns beide hier schnellstmöglich rausbringen. Wieso ist die eigentlich da? Ist das hier in der Nähe von dem Internat? Und warum erzählt sie, dass der Papa bei der britischen... bei der Brit... Ah, guck mal, hier müssen wir durch. Zugemauert. Der Ausgang wurde zugemauert. So, haben wir irgendwas, was wir... Der Transportschlitten läuft über eine Schiene an der Decke. Ist hier hinten noch irgendwas? Irgendwie fehlen hier Gegenstände. Aber sag jetzt nicht, dass die Rolle... Nee, die haben wir schon benutzt. Was könnte denn... Das Loch ist zu klein, da passe ich nicht durch. Meine Güte, hier drin ist es so finster, dass ich sprichwörtlich die Hand vor Augen nicht sehen kann. Ja, du bist doch da durchgekommen. Ah, gucke mal. Das sind Stäbe. Das Loch ist zu klein, da passe ich nicht durch. Weiter unten ist eine Platte. Aus Holz. Das darunter fühlt sich wie Räder an. Okay. Das darunter fühlt sich wie Räder an. Ah. Irgendwas Zylindrisches. Auf der einen Seite ist es spitz. Etwa einen Meter lang. Etwa einen Meter lang. Okay. Da hängt was Kleines aus Metall an der Wand. In der Mitte ist sowas wie eine Glaskugel. Moment mal, das könnte eine Lampe sein. Dann Moment mal, das könnte eine Lampe sein. Oh, warte mal. Das Medaillon mit dem Bild meiner Mutter. Ich trage es immer bei mir. Warum nimmt sie denn die Lampe nicht mit? Das Loch ist zu klein, da passe ich nicht durch.
brauche ich nicht. Moment mal, das könnte eine Lampe sein. Ja, Moment mal, nimm sie doch. Etwa einen Meter lang. Können wir hier durch? Nee, ne? Okay, jetzt bin ich stark verwirrt gerade. Warte mal, hier ist ein zugemacht. Ach, hier ist ein loser Stein. Ein Guckloch nach draußen. Okay. Der Ausgang wurde zugemauert. Okay, jetzt haben wir einen losen Stein. Ein roter Ziegelstein. Können wir den da nach drüben geben oder wie? Dass es abschlägt oder so? Wie wär's damit? Keine Ahnung, was sie jetzt mit dem Stein soll. Er ist schwer. Okay, pass mal auf. Hier, nehmen Sie. Hä? Okay, was könnten wir denn mit dem Stein machen? Ich hätte ihn ja hier oben hingelegt und dann schleudern lassen. Ich bin maximalst gerade. Also wir können. Ach, warte mal. Können wir vielleicht. Gwen, kannst du das brauchen? Hier, nehmen Sie! Was? Ach, nein! Habe ich das Loch erwischt? Verdammt, ich wollte nicht das Loch erwischen. Wo ist das Feuerzeug? Ach, jetzt ist es zum Schluss. Okay, in der Reihenfolge. Gwen, kannst du das brauchen? Vielleicht können wir nämlich damit Licht machen. Das war so meine Idee eigentlich. Ah! Ein Munitionslager. Upsi! Upsi! Wohin damit? Hier durchs Loch. So weit kann ich das schwere Ding nicht tragen. Okay. Wohin soll ich ihn schieben? Hier rüber zur Bombe. Okay, Bombe wohin hier. Damit? Na, hier rauf, auf den Wagen. Einfach rollen. Macht sie auch noch. Vor allem, das ist so Vorkriegszeugs. Hier. Bin gespannt, was das wird. Durchs Loch schieben. Und wohin damit? Die Granate ist zu schwer für mich. Aha. Ah, warte mal. Das Quatsch. Ist zu klar. Ja, doch. Warte mal, wir brauchen. Festgeschraubt. Wir brauchen was zum Wegfestschrauben. Haben wir irgendwas zum Schrauben? Maxima, unser Messer. Wie wär's damit? Dann können wir nämlich für die Schubkarre einen Wagen holen hier, ne? Wenn ich das Rad abmache. Kippt der Rollwagen und die Granate fällt runter. Und ich bin eindeutig zu jung zum Sterben. Du kriegst einen Stein, okay? Du kriegst einen Stein. Mach was so, du kriegst einen Stein. Wie wär's damit? Den legen wir unten drunter, damit das Ding nicht umkippt, weißt du? So, guck mal. Prima, passt perfekt unter den Wagen. Als wäre er dafür geschaffen jetzt worden. Jetzt kann ich das Rad gefahrlos abmachen. So, dann können wir nämlich jetzt das Rad, warte mal, das können wir jetzt durchs Loch schieben. Dann können Vielleicht wir können Sie ja damit was anfangen. Dann können wir die Schubkarre reparieren. Mit dem Rad. Können die dann hier hinstellen. Hey, das Rad passt. So, jetzt ab. Ist die Karre wieder voll einsatzfähig. So, darüber. So, dann holen wir uns die Bombe. Gute
gute Idee. Hier, nehmen Sie. Als ich lernte, die Atombombe zu lieben, ne? So ungefähr. Alles klar. Zum Glück ist es keine A-Bombe, aber ich glaube, die macht auch ganz schnell richtig fies Krach. So, dann geht die Schubkarre, geht hier zur Rampe. So, dann machen wir die Konsole schnell an. Hängen dann die Bombe da rein. Achso, und so wohin die. Damit? Na, dahin. Kannst du mal mit anpacken? Wir müssen die Granate hier vorsichtig einhängen. Okay, jetzt geht sie wieder rüber, oder was? Nee, sie stellt sie da in die Ecke, okay. So, dann, Na gut. Deckung, Gwen! 3, 2, 1 und Feuer! What? Bist du okay? Alles in Ordnung. Hast du die Schatulle? Ja. Da vorne sind sie! Oh nein, sie kommen! Versteck dich im Wald, ich lenk sie ab. Nein! Schnell, steig ein! Und die Schatulle verbrannt. Wo ist die Schatulle? Ich konnte sie nicht festhalten, aber dafür habe ich das, was drin war. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. What? Miese schützen diese Nazis. Ihre Tochter hatte leider nicht so viel Glück wie ich. Die haben sie mitgenommen. Ich wüsste zu gerne, warum. Wir gehen davon aus, dass sie direkt hinter den Eisernen Vorhang geflohen sind. Mittlerweile sollten sie in Ost-Berlin sein. Und wie gedenkt der Mossad, meine Tochter da rauszuholen? Für den Mossad ist der Fall erledigt. Kessler ist tot. Was? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Ich sagte, für den Mossad ist die Sache erledigt. Nicht aber für mich. Es gibt da noch ein paar offene Rechnungen. Kesslers Schergen haben meine ganze Familie auf dem Gewissen. Unser Ziel ist also dasselbe. Wir sollten keine Zeit verlieren. Gut, holen wir Gwen zurück. Jugoslawien, Italien, Westdeutschland, Ostdeutschland, Berlin. Und, wie läuft's? Nur Bruchstücke, Erinnerungsfetzen. Nichts von Bedeutung. Dann erhöhen Sie gefälligst die Dosis. Dringen Sie tiefer in Ihr Unterbewusstsein ein. Sie wissen, welche Folgen das haben kann. Das Leben des Mädchens ist ein durchaus vertretbarer Preis für den Schlüssel zu unserem Sieg. Tun Sie das, was nötig ist. Ich erwarte Ergebnisse, und zwar schnell. Sie meinen, Frau Genossin. Genossin? Zwischen den Fronten? Wieso Genossin? So eine Nazi-Tante, oder was? Ich habe interessante Informationen für Sie. Die Entführung des Mädchens geht nicht aufs Konto ehemaliger SS-Mitglieder, sondern auf das des KGB. Angeführt wurde das Kommando übrigens von einer Stasi-Agentin. Sie sollte von Kessler Informationen über ein Projekt der Nazis beschaffen. Details sind mir nicht bekannt. Aber angeblich führen die Sowjets das Projekt fort. Und zwar in einer streng geheimen Einrichtung im Moskauer Untergrund. Und Gwen? Ich weiß lediglich, dass Ihre Tochter in diese Anlage gebracht wurde. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Die CIA hat mehrere Zugänge zu dem Komplex lokalisiert. Einer davon soll sich unweit des Kremls befinden. Na gut, brechen wir auf. Wir? Sie kommen mit? Wollten Sie nicht nach den Mördern Ihrer Familie suchen? Schwierig, solange ich kaltgestellt bin. Aber falls ich herausfinde, was der KGB da in Moskau treibt, bringt mich das wieder ins Spiel und ich kann meine Jagd fortsetzen. Außerdem möchte ich natürlich nicht, dass Gwen etwas zustößt. Okay, kann nicht schaden, eine Agentin an der Seite zu haben, wenn man sich mit dem KGB anlegt. Viel Glück. Sie werden es brauchen.
Aber ich finde es cool, dass man die Szene aus dem ersten Teil wiederverwendet. Also optisch, ne? Also. Oh, Mischka, der Bär. Oh. Anna? Verdammt, wo steckt sie bloß? Okay, wir haben ein neues Outfit. Mit Pistole. Ich kann hier nicht länger warten, Gwen. Die Zeit drängt. Das Krasse ist, dank wir sind... der Koordinaten ja, des Agenten finde ich den Zugang zur Forschungsanlage auch ohne Annas Hilfe. Schön sieht es auf alle Fälle aus. Also die Hintergründe sind immer sehr schön. Dass es immer so zerfallen aussieht, wenn man im Osten ist, ja? Oder im ehemaligen Ostblock. So schlimm war es dann nun auch nicht. So, was das haben wir hier? Das ist der Zug, mit dem wir hergekommen sind. Okay. Werkstatt. Hier geht's da rein. Der Schuppen ist verschlossen. Okay, hier haben wir auch keine großen Möglichkeiten, wie es aussieht. Wir gehen mal hier zur Stadt. Den Koordinaten nach müsste es hier irgendwo sein. Ah, wenigstens haben sie es authentisch gemacht hier. Irgendwas... Potzblitz. Das Mausoleum auf dem Roten Platz. Darin muss sich der geheime Zugang zur Forschungsanlage befinden. Mist. Das dürfte dann doch deutlich schwieriger werden als erhofft. Aber mir bleibt keine Wahl, wenn ich Gwen retten will. Die Koordinaten für den Geheimgang zur Forschungsanlage des KGB und ein paar Notizen. Wenn ich das richtig entziffere, ist der Eingang unter zwei Särgen zu finden. Okay. Der Inhalt meiner Brieftasche ist wie immer sehr übersichtlich. Aber immerhin ist da Geld drin, ein Rubel, ne? Ein knitterfreier 10-Pfund-Schein. Oh, doch kein Rubel. Das Messer gehörte meinem Bruder. Ich habe es immer bei mir. So, dann gucken wir mal. Guck mal, da steht Lenin da oben. Das ist kyrillisch L-E-N-I-N. Das umgedrehtes U ist nämlich ein I, ne? Das H ist ein N von der Schreibung her. Und dann hier unten haben wir Stalin. Das ist ein S-T-A-L-I-N. Und hier steht Kiosk. Knock. Nein, das ist ein Kiosk. Gucken wir mal, was wir da kaufen können. Wir haben ja Geld dabei. Die nehmen bestimmt britische Pfund. Dobry wieczer. Guten Abend, schönen Abend. Dobry wieczer ist schönen Abend, ne? Darf ich fragen, was Sie hier verkaufen? Nur Süßigkeiten, aber davon habe ich ein reichhaltiges Sortiment. Für wirklich jeden Geschmack. Bonbons, Gebäck, Lakritzstangen, Zuckerwatte, Eiskonfekt. Danke. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Schade, dass sie dich mit einem russischen Akzent gesprochen hat. Haben Sie immer so lang auf? Da. So lange wie das Mausoleum. Aber da sagen. Die Besucher sind schließlich meine besten Kunden. Aber nur noch 2 Stunden, dann habe ich Feierabend. Das heißt, in 2 Stunden schließt auch das Mausoleum? Da. Wenn Sie sich das anschauen möchten, sollten Sie sich also beeilen. Gut zu wissen. Das da ist russisch für ja. Nur mal so. Bei dem Angebot verliert man schnell den Überblick. Könnten Sie mir die Qual der Wahl ersparen und mir etwas empfehlen? Am beliebtesten sind wohl die Batonchiki, ein Konfekt, und Bryaniki, eine Art Lebkuchen. Sehr lecker schmecken aber auch die Bratäpfel, nach dem Rezept meiner Babuschka. Ich habe einen Bärenhunger. Geben Sie mir einfach alles. Allerdings kann ich Ihnen nur diesen 10-Pfund-Schein anbieten. Den nehme ich doch gerne. Leider kenne ich den Wechselkurs nicht. Ich auch nicht. Geben Sie mir einfach ein paar Rubel Wechselgeld. Wie großzügig. Spasiba. Hier, lassen Sie sich schmecken. Spasibo. Spasibo. Das mundet in der Tat vorzüglich. Hunger ist eben immer noch der beste Koch. Ja, die Babuschka ist die Oma, ne? Nach dem Geheimrezept der Oma. Ein kleiner, harter Lebkuchen. Ah, die sind nicht so lecker. Das zähe Schokoladenkonfekt mag ich nicht. Und das klebt, das ist schlimmer als Toffifee an den Zähnen. Ein paar Rubel und Kopeken. Mhm. Rubel ist das Pendant zum Euro und die Kopeken ist die Cents oder früher Pfennige, ne? Bei der D-Mark. Ah, schön, schön, schön. Dass man sich den Aufwand gemacht hat, das finde ich wirklich gut. Der Sitz der Sowjetregierung. Ich kann davon ausgehen, dass hier jeder Quadratzentimeter streng überwacht wird. Mhm. Dann spielen wir besser mal möglichst überzeugend Tourist. Vorhin, wo die vom Brandenburger Tor saßen, da war ja eine Flagge, ne? Da wollte ich erst unken, ey, da fehlt aber was auf der Flagge. Bis mir dann so eingefallen ist, nie, die saßen auf der Westseite von Berlin, ne? In West-Berlin, und da stimmte die Flagge. Die andere sähe ein bisschen anders aus. Was haben wir hier? Dort befinden sich die einbalsamierten Leichname von Lenin und Stalin. Und natürlich auch der versteckte Zugang zur unterirdischen Forschungsanlage, in die Gwen verschleppt wurde. Okay. Ganz schön was los.
Ich stelle mich besser mal an und schaue mich drinnen ein wenig um. Halt! Bitte leeren Sie die Taschen. Keine Fotos, keine schweren Gegenstände, nichts anfassen. Wie Sie meinen? Die Brieftasche können Sie behalten. Alles andere bekommen Sie am Ende des Rundgangs selbstverständlich zurück. Gehen Sie bitte weiter. Jede Gruppe hat für den Rundgang genau 2 Minuten. 2 Minuten. Das macht meine Suche nach dem Eingang nicht leichter. Mit der Kurbel werden die Flaggen aufgespannt. Nichts anfassen! Ja doch. Oh, Entschuldigung. Da steht, dass das dunkelrote Tuch mit Stern, Hammer und Sichel seit 1923 die Staats- und Handelsflagge der Sowjetunion ist. Ob davon auch dieser Ausdruck mit dem roten Tuch kommt? Okay, wir gucken mal hier in die Sarkophage. Die Genossen Lenin und Stalin. Unter ihren Sarkophagen soll der geheime Zugang zur Forschungsanlage des KGB sein. Aber solange Wachen und Besucher zugegen sind, komme ich da nicht ran. Wir müssen uns hier irgendwie verstecken, habe ich das Gefühl. Rundgang fortsetzen. Leer. Übersichtlicher geht's nicht mehr. Ich gehe mal hier. Hier hinten ist deutlich weniger los. Okay. Hier fehlt eine Kurbel. An dieser Winde fehlt die Kurbel. Das schaue ich mir doch mal genauer an. Sie sitzen zu fest. Okay, die kriege ich definitiv nicht ab. Was? Alles voller Krümel. Okay. Ich brauche unbedingt die Kurbel. Da, trotz Kommunismus habe ich mein Eigentum wieder erwartend zurückbekommen. Wie soll ich nur ob dieser strengen Bewachung im Mausoleum den geheimen Zugang finden? Tja, das ist eine gute Frage. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.